Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 549. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor aus der italienischen Reise. Davor gibt's ein bisschen Rainer Maria Rilke und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, und heute erzähle ich euch dann etwas zu einem Team-Event, den wir in der letzten Woche hatten, der sehr viel Spaß gemacht hat und der sehr gut geglückt ist, wo ich auch sehr viel Glück gehabt habe. Und ja, das wird bestimmt ganz nett. Und vorher gibt's aber noch den Haltungsblock. Im Haltungsblock geht es heute um Sport und Haltung. Da nochmal ganz kurz vorweg die Entschuldigung über die letzte Episode. Da ist mir der Haltungsblock ein bisschen explodiert. Ich habe gemerkt im Haltungsblock, dass der immer länger geworden ist. Und ich hatte mir eigentlich so ein 10-Minuten-Limit gesetzt. Und diese 10 Minuten habe ich deutlich gerissen. Dadurch habe ich dann sehr schnell gesprochen. Das hat sich leider in den Entspannungsblock reingezogen. Die war also viel zu schnell gesprochen, die Episode. Das tut mir leid. Habe ich sehr viel Feedback auch dazu bekommen. Ich habe es ja während der Episode selber gemerkt. Leider schaffe ich es im Moment nicht, wenn mir sowas passiert, dann nochmal eine neue Episode aufzunehmen. Das klappt einfach nicht. Zeitlich bin ich im Moment ein wenig stark eingespannt. Deswegen verzeiht es mir. Grund ist tatsächlich, dass das im Haltungsblock einfach viel zu lange gedauert hat. Jetzt kommt schon die Katze und guckt, ob ich denn diesmal alles richtig mache. Nee. Ja, Haltungsblock zum Thema Sport und Haltung hatte ich euch angeboten. Es wird ja häufig gesagt, Sport und Politik sollten getrennt sein. Und wenn dann irgendwelche mutmaßlich politischen Aussagen im Sport geäußert werden, kommen ganz viele, denen dann diese Aussage nicht gefällt und sagen, Sport und Politik sollten getrennt sein. Und meistens sagen sie, nein, die Aussage ist ja nicht so, dass mir die Aussage nicht gefällt, sondern mir gefällt nur diese Verquickung nicht. Und da habe ich eine Haltung dazu, nämlich, dass Sport, vor allem Massensport, sowas wie Fußball, und natürlich vor allem dann mit Publikum, mit großem Publikum, also erste Fußball-Bundesliga oder sowas, dass da selbstverständlich Haltung eine Rolle spielt und dass man dort auch nicht unbedingt immer Haltung und Politik verwechseln sollte. Ich möchte hier nochmal wiederholen, was für mich der Unterschied ist. Politik ist alles, wo man Kompromisse finden muss, weil es unterschiedliche Positionen gibt. Zum Beispiel sollten wir unser Geld, das wir durch Steuern einnehmen, eher für Rüstung ausgeben oder eher für Schulen ausgeben oder eher für Soziales ausgeben wie Kindergrundsicherung oder so. Oder sollten wir sogar weniger Geld einnehmen, indem wir die Steuern senken. Das sind politische Verhandlungen. Da gibt es unterschiedliche Positionen, die alle irgendwie gut begründbar sind. Und wo man Kompromisse finden muss. Und ein guter politischer Kompromiss zeichnet sich dann immer dadurch aus, dass eigentlich keiner zufrieden ist. So, das ist Politik und das hat tatsächlich im Sport vielleicht nicht so viel zu suchen. Ein bisschen komplizierter wird es dann, wenn man sich mal anschaut, wo kommen eigentlich diese politischen Positionen her. Also zum Beispiel die Position, lasst uns ruhig mal die Steuern erhöhen für besonders reiche Menschen, um die Kindergrundsicherung zu stärken, damit wir nicht mehr so viel Kinderarmut haben. Das ist ja eine Position, die kommt aus einer Haltung und die Haltung sagt, wir sollten uns keine Kinderarmut erlauben in einem so reichen Land wie Deutschland. Und da wird es dann schon ein bisschen schwieriger, denn diese Haltung, die lässt sich schwierig politisch diskutieren, abgleichen mit anderen und so weiter und so fort. Aber es gibt eben dann auch Haltungen, die sind in meinen Augen unverhandelbar. Also da gibt es dann nicht die Möglichkeit, mit einer anderen Position einen politischen Kompromiss zu schließen. Also zum Beispiel Antisemitismus ist eine Haltung, mit der kann ich keinen Kompromiss finden. Also wenn jemand sagt, alle Juden sollten vernichtet werden, dann ist das niemand, mit dem ich irgendeinen Kompromiss schließen kann, sondern es ist eine Haltung, die ich absolut nicht teilen kann. Und entsprechend ist das dann auch keine Politik mehr, sondern das ist dann eben Haltung. So. Wie komme ich auf das Thema?
der Fußballverein, zu dem ich gehöre, wo ich Mitglied bin, wo ich eine Dauerkarte habe und wo ich sehr gerne hingehe, ist ja bekanntermaßen der FC St. Pauli. St. Pauli hat eine ganz besondere Geschichte. Bis in die 80er Jahre war der FC St. Pauli ein ganz normaler, spießiger Fußballverein, der übrigens auch eine faschistische Vergangenheit im Dritten Reich hat, wie so viele andere Vereine auch. Und in den 80ern hat es dann angefangen, dass eine zuerst kleine, dann später immer größere Gruppe von, ja, zuerst waren es, glaube ich, im Wesentlichen Punks. Punker hat man früher gesagt. Die sind dann halt, anstatt ins Volksparkstadion zu gehen, wo es ihnen nicht mehr gefallen hat, aus verschiedenen Gründen, die auch was mit Haltung zu tun haben, sind sie dann ins Millerntor-Stadion gegangen und haben nach und nach tatsächlich den Verein übernommen. Man kann ja in so einen normalen Fußballverein kann man ja einfach eintreten. Bei einem nicht normalen Fußballverein kann man nicht einfach eintreten. Die tun dann nur so, als wären sie Vereine. Und haben dann bei den Mitgliederversammlungen eben ja, ihre Haltung durchgesetzt. Und die Haltung, dass rassistische oder antisemitische oder erniedrigende Sprüche im Stadion nicht gebracht werden dürfen, sonst gibt es ein Stadionverbot, das kam halt zuerst beim FC St. Pauli und schon Anfang der 90er Jahre. Da waren die anderen Fußballvereine und die anderen Stadionordnungen noch lange nicht so weit. Damals war es noch ganz normal oder zumindest toleriert, dass schlimme Dinge in Stadien gesagt werden. Ist heute in sehr vielen Stadien steht das in der Stadionordnung drin. Das ist eigentlich auch der vorherrschende gesellschaftliche Ton. Es gibt aber auch immer noch Fußballstadien, wo Rassismus zumindest toleriert wird, weil sonst keiner mehr kommen würde. Und das ist natürlich dann auch eine Haltung, die man woanders hat. Beim FC St. Pauli ja, ist diese Haltung halt zum Kern geworden. Vielleicht auch zum Markenkern. Wird ja vielen Leuten, viele Leute unterstellen dem FC St. Pauli, dass es eigentlich eine Marketing-Instanz ist mit angeschlossener Fußballabteilung. Und ja, wir tun viel, um unsere Werte, unsere Haltung in der Welt zu verbreiten. Und deswegen müssen wir mit diesem Vorwurf natürlich auch leben. Und ja, wir verkaufen auch viel Merchandise. Es ist ein recht beliebter Fußballverein. Das T-Shirt mit dem Totenkopf oder die Hoodies und so. Die sind sehr beliebt, nicht nur bei den Fans, die wirklich hinter der Mannschaft und hinter dem Verein stehen oder den Mannschaften. Es gibt ja viele. Fußball, Handball, Rugby, Schach, Kegeln, Segeln, Marathon. Also es gibt ganz viele Sportarten, die beim FC St. Pauli gemacht werden. Die Schachmannschaft ist übrigens gerade in die erste Liga aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch. So, und alle versammeln sich hinter diesem Markenkern des FC St. Pauli, dass wir halt für Toleranz, für Offenheit und gegen Repression stehen. Und das finde ich richtig so. Ja, weil das keine Politik ist. Also, ja, Rassismus ist keine politische Position, sondern eine Haltung, die es zu bekämpfen gilt. Und deswegen möchte ich bei euch mit dieser Haltung dafür werben, dass ihr, wenn ihr irgendwo seht, hier ist Politik und jemand sagt, Politik hat ja nichts zu suchen, das einmal kurz hinterfragt, geht es hier eigentlich um Politik? Ist das etwas, wo es um politische Kompromisse zwischen unterschiedlichen Positionen geht? Oder ist es eine Haltung, wo es eben ja eventuell sogar kompromisslos darum geht, Menschenrechte zu verteidigen? Bei letzterem würde ich dann einfach sagen, natürlich hat es hier was zu suchen. Denn in der Öffentlichkeit und gerade bei sowas Populärem wie Profifußball, da muss Haltung auf jeden Fall erlaubt sein. Ist meines Erachtens sogar erforderlich, denn es sind ja Menschen, die diese Sportarten ausführen. Es sind Menschen mit Haltung, die dorthin gehen. Und man hat dann eben auch eine Verantwortung, seine Position, nee, seine Haltung zu zeigen und zu transferieren. Denn das ist wichtig. Das ist ja, ich meine, ich mache hier den Haltungsblog im Einschlafen-Podcast aus genau diesem Grund, weil es wichtig ist, Haltung zu zeigen. So. Jetzt habe ich die 10-Minuten-Marke eingehalten und rede noch langsam.
Wo ich aber gerade beim Thema Fußball bin, ganz kurzes Update zu meiner Gefühlslage der aktuellen Tabellensituation des FC St. Pauli. Alle, die den Haltungsblock übersprungen haben, ich bin ja FC St. Pauli-Fan und habe eine Dauerkarte. Ich war leider bei den letzten beiden Heimspielen nicht da. Jetzt am vergangenen Sonntag, gestern, vorgestern, was ist denn heute eigentlich, der 16. April, also vorgestern war der 14., da war ich auf einer Konfirmation von meinem Patenkind. Das hat natürlich Vorrang. Und zwei Wochen vorher auch irgendwas. Oder war das schon drei Wochen vorher? Zumindest konnte ich zu dem Heimspiel davor auch nicht hingehen. Habe also zwei verpasst. Ja. Wie geht's denn dem FC St. Pauli? Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Wir waren lange Zeit Tabellenführer mit ordentlich Abstand auch. Hatten nämlich fünf oder sogar mehr Punkte Abstand auf den zweiten Platz, den Holstein Kiel hatte. Und wir hatten sowas wie 9 Punkte Vorsprung auf den dritten Platz, der ja die Relegation bedeuten würde und nicht mehr den sicheren Aufstieg. So, und ganz viele Leute haben uns schon zum Aufstieg gratuliert und haben gesagt, das ist jetzt eine sichere Kiste. Rein rechnerisch ist es das eben noch nicht. Und jetzt haben wir zwei Spiele hintereinander verloren. Erst auswärts in Karlsruhe und jetzt vorgestern zu Hause gegen Elversberg. Und schon sind wir nicht mehr Erster, sondern zweiter Platz, einen Punkt hinter Holstein Kiel. Die sind jetzt Erster. Und nur noch 5 Punkte vor Fortuna Düsseldorf, die den dritten Platz im Moment haben. Der Hamburger Sportverein ist noch ein paar mehr Punkte hinter uns. Ich glaube 7 oder 8 oder so, ich weiß gar nicht mehr. Die haben auch nur unentschieden gespielt am vergangenen Spieltag. Ich glaube, die haben auch Sonntag gespielt, ja. Stimmt, die lagen 2-0 hinten, waren ein Mann weniger, weil sie eine rote Karte gesehen haben. Haben dann trotzdem noch den Ausgleich geschafft in der Nachspielzeit. Sehr aufregend. Und ja, ich schaue auch immer noch ein bisschen auf den HSV, weil es ja irgendwie schon eine Sensation wäre, wenn erstmals seit 70 Jahren, ich glaube, es war definitiv vor der Gründung der Bundesliga 1954 oder so, als es noch die beiden Oberligen gab, Oberliga Nord und Oberliga Süd, und der deutsche Meister wurde dann so eine Endrunde ausgespielt. Da war es das letzte Mal, dass der FC St. Pauli in der Tabelle der Oberliga Nord am Ende vor dem HSV stand. Das ist also ja 70 Jahre her und seitdem ist das nicht passiert, in der Bundesliga-Geschichte noch gar nicht. Und ja, ich fände es halt ganz cool, wenn es dann einmal passieren würde. Noch ist die Chance gut, dass wir das schaffen. Aber natürlich wünschen wir uns auch den Aufstieg und würden gern Erstliga-Fußball spielen. Unter anderem, weil man dann noch mehr Sichtbarkeit hat. Ein kleiner Rückgriff hier auf den Haltungsblock. Sichtbarkeit ist da natürlich wichtig, um Haltung zu transferieren. Auch weil es finanziell interessant ist. So ein Fußballverein ist natürlich ein wirtschaftliches Unterfangen von gigantischen Ausmaßen. Man hat sehr, sehr hohe Kosten. Man zahlt sehr hohe Gehälter an die Spieler, an die Trainer, an die Funktionäre. Aber der Unterhalt von so einem Stadion und der Betrieb von dem Ganzen, das kostet schon sehr, sehr viel Geld. Und die Einnahmen in der ersten Liga sind halt deutlich höher als in der zweiten Liga. Und das hält dann ja auch immer ein paar Jahre vor, dass dann diese Punkte, die da vergeben werden, um die Fernsehgelder zu verteilen, das ist schon ganz gut, auch wenn es nur ein Jahr ist, dann mal erste Liga zu spielen, um die Kassen aufzubessern. Genau, Mitarbeiter bezahlen zu können und so. Das ist schon ganz gut. Naja, und noch ist der Aufstieg ja jetzt nicht versemmelt. Also wir sind immer noch auf Platz 2, das ist ein direkter Aufstiegsplatz. Wir haben immer noch 5 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Auch auf Platz 3 hätten wir natürlich noch die Chance, den Aufstieg zu schaffen in der Relegation gegen den Platz 16 der ersten Fußball-Bundesliga. Und also, ich meine übrigens jetzt immer die Männer, ne? Bei den Frauen spielen wir leider nicht Bundesliga. Auch was mit Finanzen zu tun, weil so ein Bundesliga Frauenteam, das kostet natürlich auch viel Geld, weil die Mädels müssen dann auch eher so täglich trainieren. Aktuell spielt die erste Frauen vom FC St. Pauli in der Regionalliga Nord. So, da spart man natürlich schon mal Geld, was Reisekosten angeht.
weil Bundesliga natürlich dann bundesweit ist. Dann muss man eben auch zum FC Bayern München fahren. Das sind dann locker eben halt auch mal Reisekosten und mehrere Tage, die das Team dann unterwegs ist. Also einen Tag anreisen, also am gleichen Tag an- und abreisen, ist natürlich für die Performance schwierig. Meistens ist dann irgendwie noch eine Übernachtung mit drin. Und in der Zeit können die Spielerinnen dann natürlich auch nicht arbeiten, müssten sich Urlaub nehmen, denn aktuell sind das nicht unbedingt Profifußballerinnen, sondern die haben alle noch, machen ein Studium oder eine Ausbildung oder arbeiten halt, weil man von dem Gehalt, das man als Regionalligaspielerin bekommt, halt nicht unbedingt leben kann. Genau. So, in der Frauenfußball-Bundesliga müsste man Gehälter zahlen, von denen man dann auch leben kann. Man muss ja auch konkurrenzfähig sein in der ersten Bundesliga dann oder in der zweiten. Also nach der Regionalliga Nord kommt dann gleich die zweite Bundesliga. Gibt da keine dritte Liga wie bei den Männern. Und ja, das, damit sie halt mehr trainieren können, damit diese Reisen nicht so sehr im Weg stehen von der restlichen Lebensplanung und so weiter und so fort. So ein Bundesliga-Team, das muss man sich erstmal leisten können als Verein. Das ist schade, dass wir das nicht können beim FC St. Pauli. Die Möglichkeiten hätten wir, glaube ich, ein Bundesliga-Frauenfußballteam aufzubauen. Ja, vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal. Genau. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, was gehört da dazu? Wie auch immer. Also ich glaube natürlich immer noch, dass der FC St. Pauli die erste Herrenmannschaft aufsteigen kann in die erste Fußball-Bundesliga. Das wird natürlich jetzt von Mal zu Mal schwieriger. Bisher war es so, es war jetzt die vierte Saisonniederlage. Nach den ersten beiden Niederlagen auswärts in Magdeburg und in Gelsenkirchen haben wir jeweils gleich wieder die Kurve bekommen und das Spiel danach gewonnen. Jetzt haben wir zum ersten Mal zwei Spiele hintereinander verloren, Karlsruhe und Elversberg. Und jetzt natürlich die Sorge, dass die Mannschaft so ein bisschen die Flatter bekommt, ein bisschen Angst bekommt, weil jetzt sind wir schon unter Druck. Wir spielen als nächstes auswärts in Hannover, da habe ich übrigens eine Karte. Falls jemand in Hannover dabei ist, dann meldet euch gern auf ein Bierchen. Übrigens beim Kontakt mit den Fans unserer gegnerischen Mannschaft ist mir immer wichtig, dass wir, das ist schon fast wieder Haltungsblock, dass wir vernünftig miteinander umgehen. Also Häme, wenn der andere verliert, finde ich äußerst schrecklich. Manchmal passiert mir das auf Mastodon oder auf Twitter damals oder so, dass dann jemand hämische Botschaften an mich schickt, weil natürlich jeder weiß von meinen Hörern, dass ich St. Pauli-Fan bin. Und wenn man dann eben zum Beispiel Hannover-Fan ist, dann mag man vielleicht dazu hingerissen sein, eine hämische Nachricht zu schicken, wenn man dann gewinnt. Das finde ich äußerst unangemessen. Wird dann halt einfach stumm geschaltet und muss dann damit leben. Genau. Ja, aber wenn man nett miteinander umgeht, dann ist mir jeder Fußballfan recht, ein Bierchen zu trinken oder einmal kurz Kontakt zu haben. Genau, Hannover ist aber natürlich auch eine starke Mannschaft. Die sind jetzt aus dem Aufstiegsrennen, glaube ich, einigermaßen raus. Müsste ich glatt mal auf die Tabelle gucken. Ja, die sind mit 45 Punkten auf Platz 5, also direkt hinterm, jetzt kratzt die Katze hier rum, direkt hinter dem HSV. Das sind noch, also wir haben 12 Punkte Vorsprung auf Hannover. Wenn sie also zweiter Platz werden wollen, dann müssten sie in den letzten 5 Spielen 12 Punkte gut machen. Also wir müssten 4-mal verlieren und die 4-mal gewinnen. Unwahrscheinlich, aber vielleicht können sie Platz 3 noch irgendwie mit angreifen. Das sind nur noch 7 Punkte bis auf Düsseldorf. Aber so richtig wahrscheinlich ist es nicht, dass Hannover nochmal ins Aufstiegsrennen eingreift. Da müssten HSV und Düsseldorf und wir jetzt irgendwie alle irgendwie in Probleme geraten. Wenn wir allerdings in Hannover gewinnen, dann ist alles schon wieder in Ordnung, glaube ich. Also dann, danach sind noch 4 Spiele übrig, maximum 12 Punkte. Und wir hätten dann weiterhin 5 Punkte Vorsprung auf Platz 3 und 8 auf den HSV oder eben mehr. Und das ist schon ziemlich sicher. Also zweimal müssen wir wahrscheinlich noch gewinnen.
Wenn es Hannover nicht wird, dann müssen wir zu Hause gegen Rostock gewinnen. Danach kommt das brisante Auswärtsspiel beim HSV. Das ist immer komplett offen, wie das ausgeht. Und dann zu Hause gegen Osnabrück, also irgendwas müssen wir schon noch gewinnen. Genau, ich glaube übrigens Düsseldorf und der HSV und auch Kiel haben alle ein deutlich schwereres Restprogramm als wir. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir aufsteigen. Was Schönes. Und wenn der HSV nicht aufsteigt, dann haben wir auch mal ein Jahr lang zumindest Ruhe vor irgendwelchen Derbys. Denn die Derbys haben sich so ein bisschen abgenutzt. FC St. Pauli gegen Hamburger Sportverein war natürlich anfangs ein Riesending. Und so ein Derby zu gewinnen, ist halt auch extrem aufregend. Ich war zweimal bei Derby-Siegen im Stadion. Einmal auswärts beim 2:0-Sieg. Matt Penny und wer war der andere Torschütze? Diamant Tokos vielleicht, ich weiß gar nicht mehr. Das ist schon eine Weile her. Und auch zu Hause so ein Derby zu gewinnen, ist sehr aufregend. Wir haben natürlich auch zu Hause das Derby mit 0-4 verloren. Genauso wie vor 20 Jahren. Das tut dann sehr, sehr weh. Ich bin damit so ein bisschen durch. Also das letzte Derby zu Hause waren unentschieden. Davor in der letzten Saison das Auswärtsderby haben wir dramatisch verloren mit 3-4 oder 4-3 oder was. Es ist alles nicht mehr so, es berührt mich nicht mehr so sehr wie die ersten Derbys und ich glaube, wir brauchen mal eine Derby-Pause. Deswegen wäre es ganz gut, wenn wir aufsteigen und der HSV nicht oder eben auch andersrum. Aber dann passt ja mein anderes Ziel, dass wir mal vor dem HSV abschließen. Nicht so ganz. Oh, jetzt hat sich die Katze da hinten auf den Sessel gelegt und schläft ein. Ach so, übrigens Update zur Katze. Falls ihr das mitbekommen habt, unsere Katze hatte einen Unfall. Ist wahrscheinlich angefahren worden. Mehrfacher Beckenbruch. Es ging ihr sehr schlecht eine Zeit lang, aber wir haben sie in die Tierklinik gebracht. Da ist sie operiert worden, hat eine Schraube eingesetzt bekommen und musste sich jetzt ganz lange schonen. Und man mag mal so einer jungen Katze, die ist ja noch nicht mal ein Jahr alt, sagen, dass sie sich bitte schonen soll. Am Anfang mit den Schmerzen und den Medikamenten war sie natürlich noch recht ruhig. Aber sie war sehr tapfer und ganz lieb. Jetzt sind die Schmerzen weg und die Medis sind weg und die Katze will sich natürlich nicht mehr schonen. Das ist eine junge Katze, die möchte spielen und springen und Spaß haben. Das soll sie ja auch, aber lange Zeit, also die ersten 4 Wochen nach der OP durfte sie halt gar nicht springen. Da hatten wir dann so einen Welpenkäfig gekauft, so ein Plastikteil, wo man sie halt einsperren konnte. Das mochte sie dann am Ende gar nicht mehr. Das Ding hat sie dann auseinandergenommen mit ihren Krallen. War nicht so die hohe Qualität. Hat sich dann also frei gekämpft und wollte halt unbedingt rumlaufen und bei uns sein und so. Jetzt darf sie das, aber sie darf noch nicht wieder raus. Ist noch so ein bisschen unglücklich, aber es geht und ab nächster Woche darf sie dann auch wieder die Katzenklappe benutzen und raus. Und wir haben uns jetzt entschieden, auch eine zweite Katze dazu zu haben, damit, wenn wir dann mal unterwegs sind, damit sie dann nicht ganz so alleine ist. Ja. Kleine Ivy. Was ich euch aber eigentlich erzählen wollte, ist von unserem Team-Event, den wir letzte Woche hatten. Ich bin ja, es ist jetzt, mag jetzt so ein bisschen klingen wie ein Werbeblock für meine Firma oder unser Produkt, das soll es aber gar nicht sein. Ich möchte euch einfach nur daran teilhaben, was wir Schönes unternommen haben. Vielleicht ist es vielmehr ein Werbeblock für die ganzen Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Denn ja, vor 10 Jahren, am 7. April 2014, ist die allererste Version von Lightroom Mobile im App Store erschienen. Lightroom war vorher nur auf dem Desktop verfügbar und dann hat Adobe gesagt, hey, gib doch jetzt dieses neue Ding, dieses iPad. Ich meine, 2014 war nicht wirklich neu, aber da hatte man dann so das erste Mal die Chance gesehen, man könnte auch mal Lightroom auf dem iPad haben und genau das war es dann auch, eine kleine Companion-App für Lightroom, die wir, also damals war ich noch gar nicht im Team, ich bin zwar kurz danach in die Firma gekommen, aber war ja erstmal in einer anderen Gruppe, ich bin erst seit 5 Jahren in diesem Team, aber vor 10 Jahren ist halt das erste Mal Lightroom erschienen, Lightroom Mobile erschienen und auch Lightroom Web übrigens, ja, Lightroom kann man ja auch über einen Webbrowser benutzen. Und dann etwas später auch fürs iPhone und dann auch für Android-Telefone und Tablets. Genau, das ist dann so nach und nach alles gekommen. Mittlerweile ist Lightroom auf dem iPhone und iPad, Entschuldigung, ja, ein vollständiger
Lightroom Client mit allen Editing-Funktionen, also fast alle Editing-Funktionen, die auch auf dem Desktop sind, sind auch auf dem Mobilgerät da, und mittlerweile entwickelt sich das immer mehr zu einem sehr eigenständigen Produkt. Es gibt sehr viele Kunden, die nur Lightroom auf dem Telefon verwenden. Es geht ja auch kostenlos, und mit Premium 5 Euro im Monat kann man dann eben noch die ganzen Premium-Funktionen verwenden, wie Maskieren und Healing und Geometrieanpassung und sowas alles. Genau. Aber ich wollte jetzt gar nicht so viel über das Produkt sagen. Ich wollte nur sagen, welches Produkt es geht. Zumindest haben wir gesagt, 10 Jahre Lightroom Mobile, das muss gefeiert werden. Und das haben wir auch getan. Es war eine ziemlich aufregende Woche. Wir hatten ein wenig Besuch aus den USA, leider nicht das ganze Lightroom Mobile Team. Das wäre natürlich fantastisch gewesen. Das war leider nicht drin, aber Chris, mein Counterpart in den USA, er leitet dort die iOS-Entwicklung, und ich in Deutschland konnte rüberkommen, und vor allem Russell Preston Brown, Dr. Brown auf Instagram ist, ist halt eigentlich Evangelist eigentlich, also ist halt eine Lichtfigur für Adobe, Photoshop und Lightroom, und benutzt mittlerweile schon seit vielen Jahren ausschließlich das iPhone zum Fotografieren. Also er ist Fotograf, sehr kreativ, da könnt ihr euch auf Instagram auch gerne angucken, und macht alles ausschließlich mit dem iPhone und auch die Bearbeitung der Bilder in Lightroom ausschließlich auf dem Telefon und auf dem iPad mit Lightroom und Photoshop. Er hat gar keinen Laptop oder Desktop-PC mehr. Genau. Er ist schon ein etwas älteres Semester. Er ist schon seit fast 40 Jahren bei Adobe. Er ist einer der ersten, also ich glaube, seine Mitarbeiternummer ist irgendwie 38 oder so. Und die 37, die vor ihm waren, sind leider auch alle nicht mehr da. Die beiden Gründer, Chuck und John, hatten ihn eingestellt. Er ist leider auch schon beide verstorben kürzlich. Und ja, er ist halt so wirklich ein Urgestein, eine Lichtgestalt und ein äußerst kreativer, lustiger Vogel, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite. Ich hatte ihn schon ein paar Mal getroffen, und ist ein ganz, ganz lustiger und lieber Mensch. Und er hat gesagt, hey, ich kann kommen, und dann machen wir einen interessanten Fotoshoot mit dem Team. Und er hatte so ein paar Ideen. Das ist halt immer weiter eskaliert. Als erstes hat er gesagt, okay, wir verkleiden uns irgendwie alle als Wikinger, und er hat so Kontakt zur Wikinger Schauspieler, Cosplay, Artist, ich weiß nicht genau, wie man die, es sind halt Menschen, die verkleiden sich als Wikinger, da hat er halt Kontakt hin, und dann hat er Pierre Leur dazu begeistern können, irgendwie mit uns was zu machen. Der Pierre wollte uns helfen, dass wir uns alle verkleiden. Und über Pierre kam dann Mytholon ins Spiel. Und da habe ich aufgehorcht und gesagt, ach, Mytholon, die kenne ich doch. Das ist ein Hersteller von Mittelalter- und Fantasiekleidung und Ausrüstung. Und ich wusste gar nicht, dass die den großen Laden in Hamburg haben. Ich kannte sie nur vom MPS, Mittelalterlich-Fantasie-Spektakulum. Ich auch schon öfter mal erzählt. Das ist so ein Mittelalterfest, wo ich mit der Familie ganz gerne hingehe. Also meine Familie ist da ein Riesenfan. Ich bin dann immer eher so Anhängsel gewesen. Ich war der komische Typ mit T-Shirt und Jeans. Und alle anderen waren schon irgendwie schick eingekleidet. Und ja, wo kleidet man sich ein? Unter anderem bei Mytholon. Also die bieten dann eben so Gewänder an und Lederkorsagen und Rüstungen und alles Mögliche und eben auch Waffen, also so Plastik-, Kunststoffwaffen, mit denen man sich nicht wehtun kann, aber auch echte Messer und Dolche, die sind dann auch, also die Schwerter sind dann halt nicht scharf, sondern darf man halt trotzdem nicht mit zuschlagen, wenn sie aus Metall sind, dann kann man sich ja trotzdem doll wehtun, und Bögen und sowas alles. Also alles, was das Herz begehrt, wenn man irgendwie auf so einem mittelalterlich oder Fantasiefest sein möchte. Und auf diesen Festen hat Mytholon auch immer so ein Zelt. Da sind dann verschiedene Anbieter, und Mytholon hat immer eins der größeren Zelte mit diesen wunderbaren Klamotten gehabt. Ich hatte schon auch immer mal Lust, mir sowas zu kaufen. Allerdings bin ich ja maximal einmal im Jahr auf so einem Fest, und ich habe das bisher irgendwie nicht gemacht. So, jetzt habe ich also gelernt, Mytholon hat ein Verkaufsgeschäft in Hamburg, auch mit einem Outlet, und es ist gar nicht klein. Es ist in Bramfeld, also Nordosten der Stadt. Und
Ja, die haben wir gefragt, so, hey, können wir das vielleicht bei euch machen? Und die waren gleich Feuer und Flamme und fanden das lustig, dass Adobe kommt und dass Russell Brown kommt. Und also Pierre kannten die halt schon, wenn ihr den Mythalon-Katalog mal in der Hand habt. Pierre ist der Posterboy, der ist also ganz vorne auf dem Mythalon-Katalog drauf, als Model für die Klamotten. Online habe ich gar nicht geguckt, ob man da auch sehen kann. Bestimmt, aber ihr findet Pierre ja auch als Wikinger auf Instagram, kann ich euch auch gerne verlinken. Genau, so Mythalon war also an Bord und dann haben wir noch gesagt, okay, dann bauen wir auch das Fotostudio einfach bei euch im Laden auf. Und die waren so zuvorkommend und nett und haben gesagt, ja, wir öffnen eigentlich um 12, aber ihr könnt auch gerne dann vormittags kommen und schon Fotos machen. Und dann haben wir noch Kontakt zu Profoto gehabt, denn Russell fotografiert zwar mit dem iPhone, aber er benutzt auch ganz gerne Blitze. Also möchte dann natürlich auch das Model ins richtige Licht rücken. Und das macht er mit Profoto-Blitzen, denn die kann man ganz gut mit dem iPhone verbinden und dann per Bluetooth vom Handy aus eben auch auslösen. Ich habe auch so einen Profoto-Blitz mir irgendwann mal gekauft. Das ist schon ziemlich fantastisch. Die sind ein bisschen teurer als so die Standardblitze, aber haben eine wahnsinnig hohe Qualität und sind eben auch sehr vielseitig dadurch, dass man sie mit der Kamera, Spiegelreflex, spiegellos oder eben auch mit dem Handy verwenden kann. Und haben auch ein ganz gutes System mit den ganzen Lichtformern, also so eine Softbox und so kann man da vorne drauf klippen. Gibt es noch ein neues System, wo man es auch einfacher auffalten kann? Ich habe noch das alte System, wo man die ganzen Stäbchen so einzeln reinstecken muss und mittlerweile ist es noch geschickter geworden. Ja, und Profoto hat gesagt, ja klar, wir haben jemanden in der Nähe von Hamburg, der kann dann kommen und bringt dann die Blitze mit und die Lichtformer mit und ein bisschen Stative und sowas alles. Der Harald kam dann und wir haben insgesamt eine ziemlich abgefahrene Aktion gemacht. Ich erzähle euch mal, wie die Woche so gelaufen ist. Am Samstag kam Chris Ayers an und am Sonntag habe ich dann schon mal irgendwie Zeit mit Chris verbracht, meinen Partner in den USA, und wir sind mittlerweile befreundet. Also wir haben uns vor 5 Jahren kennengelernt und wir verstehen uns sehr, sehr gut. Wir haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, ähnliches Alter, ähnliche Erfahrung. Wir haben sogar ähnliche Brillen. Wir sind beide Läufer. Wir benutzen das gleiche Kamerasystem und es passiert immer noch, dass wir feststellen, ah ja, ach, das haben wir auch gemeinsam, okay. So, und ich verstehe mich super mit ihm. Ich hatte ja auch erzählt, als ich das vorletzte Mal drüben in den USA war, hat er mich eingeladen in sein Ferienhaus in Palm Desert und da haben wir da das Wochenende verbracht. Das war total super. Genau, also habe ich den Sonntag mit Chris verbracht und da war zufällig auch gerade ein Mittelaltermarkt, da haben wir schon mal geübt, in Brietlingen war der. Das war auch sehr lustig. Der ist ein bisschen kleiner als so ein MPS. Gibt es halt nur eine kleine Bühne und nicht diese riesigen Bühnen, wo dann so große Bands wie Saltatio Mortis oder Fersengold oder Fiddler's Green spielen, sondern da waren dann eher so kleinere Bands unterwegs. Das war aber auch sehr nett. Aber auch die gleichen Schauspieler wie beim MPS, also der Bruder Rectus und der hässliche Hans waren da. Den Tod habe ich nicht gesehen. Hatte ich auch irgendwas gehört, dass der aufhören will oder so? Ich weiß es nicht mehr. Also steckt auch nicht ganz so tief drin. Und da sind Chris und ich dann hingefahren, haben dort meine Familie getroffen, die natürlich dann alle schon in Gewandung waren. Und Chris und ich haben halt nur, ja, Humpen Bier in die Hand und haben einmal ein Foto mit noch Schwertern gemacht und hatten halt Spaß. Und dann kam die traditionelle Märchenstunde, das ist dann auf der Bühne, erzählen Bruder Rectus und der hässliche Hans. Das sind halt so zwei Schauspieler, die man dann auch erkennt, wenn man öfter mal auf dem MPS war. Die erzählen ein Märchen, ein etwas angepasstes Märchen. Und diesmal ist es mir passiert, dass sie Freiwillige brauchten und dann sagten sie schon so, ja, wir brauchen einen starken, einen sehr großen und einen weiblichen Menschen hier auf der Bühne. Und Bruder Rectus ging los und er ging direkt auf mich zu. Ich hatte überhaupt keine Chance auszuweichen. Ich war halt der Große. Musste dann mit den Zauberbohnen bei dem Märchen, musste ich die Bohnenranke spielen. Zum Schreien komisch. Falls ihr das jetzt noch hört und nicht eingeschlafen seid, dann kichert ihr jetzt wahrscheinlich in euer Kissen, wenn ihr euch vorstellt, wie ich mit meinem schwarzen St. Pauli-T-Shirt und Jeanshose zwischen lauter Menschen mit Fell
Wobei der Tontechniker wurde auch verpflichtet. Der saß da im Front of House und ahnte nichts Böses und auf einmal wurde er auf die Bühne gezerrt als weiterer Statist. Der sah dann ähnlich aus wie ich, aber die anderen waren halt alle in schicker Kluft. Naja, Chris hat halt sehr viel Spaß, mich zu fotografieren. Und dann musste ich die Bohnenranke spielen und auf Bruder Rectus drauffallen, als er mir dann, naja, ich spare euch die Details. Es war sehr, sehr lustig, hat Spaß gemacht. Genau, Dienstag kamen dann auch Russell und Pierre in Hamburg an. Wir haben gleich am Dienstagabend einen sehr schönen Footwalk gemacht, mit einem Wikinger durch die, also Pierre hat sich halt richtig schön rausgeputzt, noch mit Narbe im Gesicht und alles Mögliche. Einen sehr langen Bart und schön geflochtene Haare, und hat dann, ja, mit seiner Wikinger-Kluft posiert in Hamburg, direkt beim Büro. Wir wohnen ja, wir haben das Büro ja direkt an der Elbe, direkt neben der Fischauktionshalle. Und da gibt's halt so schöne Locations, wo man dann eben so ein bisschen, so 17. Jahrhundert Backstein-Optik, aber eben auch moderne Glas-Optik haben kann. Und es war ganz lustig, da so ein Fotoshoot zu machen. Kann ich auch ein paar Fotos mal euch zeigen. Findet ihr dann unter micfm/ep549. Weil das diese Episode ist, genau. Nächste ist 550. Ist auch lustig. Das ist also in 6 Episoden ist eine Schnapszahl. Da muss ich dann wieder eine Episode über Schnaps machen. Ja. Genau, Mittwoch sind wir dann schon mal zu Mythen hingefahren, um uns den Laden anzugucken und zu planen, wie wir das denn da am Donnerstag alles aufbauen würden. Haben da alle kennengelernt. Harald von Foto war auch da. Und das war super nett. Also mit Joe und den anderen von Mytholan hatte ich vorher nur so per E-Mail-Kontakt und einmal einen Videocall gehabt und dann die Leute in der Tura zu treffen. Das sind einfach super nette Leute. Nina, die Store-Managerin von Mytholan Hamburg, hat uns äußerst freundlich empfangen und die haben einfach alles möglich gemacht. Und ja, dann haben wir halt beschlossen, okay, da bauen wir es hin und wir kommen dann morgen früh um 9. Genau, gesagt, getan. Wir sind am Mittwoch, danach sind wir noch wieder ins Büro und haben einen Hamburg All Hands gemacht, wo Russell uns gelobt hat und gepriesen hat und das war alles sehr, sehr lustig. Am Donnerstag waren wir dann um 9 Uhr bei Mytholan, haben das Fotostudio aufgebaut und um 10 kamen dann die Teammitglieder da so reingetrödelt und das war wirklich spannend, weil, also die wussten natürlich, was wir tun, aber ich wusste nicht, wie es denn laufen würde, ob denn das Team, also da fing quasi das Team-Event eigentlich an. Ne? Einige waren schon mit auf dem Fotoshoot am Dienstag und natürlich haben wir am Mittwoch beim All Hands uns irgendwie feiern lassen, aber das eigentliche Team-Event fing am Donnerstag an und ich wusste halt nicht, wie machen die denn mit. Also die Idee war, wir bauen das Fotostudio bei Mytholan auf, das Team kommt und jeder darf sich halt bei Mytholan anziehen, was sie wollen. Und dann eben ein Foto machen von Russell, vor einem weißen Hintergrund. Wir haben einen weißen Hintergrund aufgebaut und ganz viel Licht. Und ich wusste halt nicht, wie gut das funktioniert, ob die Leute wirklich Lust haben, sich dort zu verkleiden. Und tatsächlich kamen auch einige Teammitglieder eher so muffelig rein. Ich meine, wir sind dann ja auch Hamburger. Wir sind ja keine Kölner, die so Karneval gewohnt sind. Und der Karneval in Hamburg ist eher so eine einsame, verlassene Taube auf dem nassen Rathausplatz. Natürlich gibt's auch in Hamburg karnevalbegeisterte Leute, will ich gar nichts gegen sagen. Aber, naja, also viele Hamburger sind eher ein bisschen reserviert. Genau, aber selbst die Reserviertesten hat Nina halt einfach eingefangen und gesagt, hey, kann ich dir helfen? Ich glaube, das und das würde zu dir passen. Hast du nicht Lust, das mal auszuprobieren? Und am Ende waren wir alle total begeistert. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe mir erst eine richtige Ritterrüstung angezogen, also nicht Vollmetall, sondern das war so Leder mit so Metallapplikationen. Sah ziemlich gut aus und ein Ritterhelm und darunter ein Kettenhemd. Und was soll ich euch sagen, so ein Kettenhemd alleine wiegt schon irgendwie in meiner Größe 13, 14 Kilo. Diese Rüstung wog nochmal 12, 13, 14 Kilo und dann der Helm noch mit, weiß nicht, 3, 4 Kilo, ich weiß es gar nicht. Das war schon ordentlich Gewicht und es war sehr
beklemmend, ehrlich gesagt, dieses Ding anzuhaben. Und sehr beschwerend, also das Atmen wurde schon schwierig. Ich habe dann nur schnell ein Foto gemacht und nach 20 Minuten oder so hatte ich das Ding wieder ausgezogen, was einfach nicht ging. Habe danach dann aber noch eine andere Rüstung gefunden, so eine Lederrüstung mit so genieteten Lederpatches. Weiß gar nicht, wie man das nennt. Und dazu habe ich mir so einen Riesenhut mit so einer ganz breiten Krempe ausgesucht. Ich hatte noch so Armschienen und irgendwie eine Tunika drunter. Und hat mir dann tatsächlich so gut gefallen, dass ich es am gleichen Tag noch gekauft habe. Mytholon war dann so nett, hat uns allen noch Rabatt angeboten. Habe ich mir dann halt nicht entgehen lassen. Und ich habe jetzt auch endlich mal eine schöne Ausrüstung fürs MPS, wenn ich dann das nächste Mal mit der Familie hingehe oder irgendwelche andere Mittelaltermärkte, da kann ich mich dann auch endlich in Schale schmeißen und fall nicht mehr so unangenehm auf als der Typ mit T-Shirt und Jeans. Na, ich bin ja nicht der Einzige da. Also gibt natürlich viele Menschen, die in Zivil quasi zu so einem Fest gehen. Aber irgendwie, wenn die ganze Familie verkleidet ist und man der Einzige aus der Familie ist, der dann eben nicht verkleidet ist. Wobei manchmal darf ich dann auch nicht Verkleidung sagen, sondern Gewandungen. Und man muss dann irgendwie die richtige Sprache verwenden. Also am Ende ist es halt Verkleiden. Ja, eins unserer Teammitglieder, der da so ein bisschen muffelig reinkam und nicht so richtig motiviert war und hinterher total begeistert war, sagte mir dann, oha, jetzt musste ich so alt werden, um rauszufinden, dass Verkleiden gar nicht dazu da ist, um jemand anders zu sein, sondern um rauszufinden, was eigentlich noch in einem selbst steckt. Also ein bisschen Selbstfindung. Und das hat mich total gefreut, dass er da irgendwie so eine Erkenntnis bekommen hat. Das war eigentlich gar nicht das Ziel vom Ganzen. Das Ziel war einfach nur Spaß haben und vielleicht auch mal jemand anders sein. Also ich bin sicherlich kein Ritter in Rüstung. Steckt nicht so in mir drin. Aber dieses Outfit mit dem großen Hut, das zweite, das ich anhatte, findet ihr übrigens auch auf meinem Pixelfed-Account, da habe ich so ein paar Fotos gepostet, aber kann ich auch im Beitrag nochmal verlinken. Da fühle ich mich schon wohl drin. Es ist nicht so, dass das irgendwie zu meiner Identität gehört, aber das war schon sehr witzig, das zu tragen. Ja. Und am Ende hatten alle irgendwie was Lustiges an. Wir haben von allen tolle Fotos gemacht und das war super. Das hat also sehr viel Spaß gemacht. Und ich war zutiefst beeindruckt davon, wie gastfreundlich und zuvorkommend das Mytholon-Team war. Also Nina, Sören und Joe haben fantastische Unterstützung geleistet und waren einfach, ja, haben noch irgendwie eine Lampe ausgestöpselt, die irgendwie das Licht kaputt gemacht hatte und haben noch irgendwie, was weiß ich, also viel in Kauf genommen. Wir haben da eine ganz schöne Unordnung gemacht in deren Laden. Ganz viele Sachen ausprobiert und wir durften natürlich für die Fotos dann auch die ganzen Preisschilder abmachen, damit es dann nicht mit Preisschild irgendwie komisch aussieht. Und das war total, total super. Ganz, ganz lieben Dank ans Mytholon-Team und an Pierre, unseren Wikinger-Experten, der uns dann geholfen hat, eben auch entsprechend gut auszusehen. Das war toll. Dank an Harald von Profoto fürs Licht. Und danke an Russell und Chris, die halt extra gekommen sind. Also Chris war dann eben Russells Assistent auch. Chris war früher Profi-Fotograf und der kann sowas eben auch mal eben schnell ein Licht-Setup machen und das richtig einstellen und so. Da hat er eben auch geholfen. Es war irgendwie für jeden auch individuell. Ich weiß gar nicht, warum wir nicht ein Setup für alle nutzen konnten. Es war ein bisschen komplex alles, ja. Aber mit diesen breitkrempigen Hüten und so war das natürlich auch alles ein bisschen komisch. Man muss dann ja auch von jedem irgendwie die Augen erkennen können. Ja, und danach ging es dann nur zum großen Essen im Störtebeker, das Restaurant in der Elbphilharmonie. Haben wir uns ein schönes Team-Dinner gegönnt, nicht nur mit dem Lightroom-Team, sondern alle, die zu Digital Imaging in Hamburg gehören. Auch die Photoshop-Webentwickler und Researcher aus DI und so weiter. Das war eine sehr schöne abrundende Feier. Und am nächsten Tag ging es aber noch weiter. Am Freitag sind wir dann wieder alle ins Büro und haben unseren großen Konferenzraum komplett leergeräumt, in die Mitte ein paar Tische und eine Werkstatt draus gemacht, in der wir dann ein Tintype-Transfer gemacht haben. Ich weiß gar nicht genau, wie man das auf Deutsch sagt. Am Ende haben wir die Bilder, die wir fotografiert haben am Vortag,
in Schwarz-Weiß bearbeitet und auf eine Folie gedruckt. Und diese Folie war dann also so in Transparenz, sodass halt nur das Schwarz dann irgendwie auf der Folie war. Und die Farbe von diesen Folien konnten wir dann mit Hilfe eines besonderen Prozesses und einer Chemikalie, die sie dann aus den USA extra mitgebracht hatten, auf Aluminiumplatten übertragen. Also Tin heißt jetzt nicht Blech, also es war natürlich ein Aluminiumblech, ja, heißt doch Blech. So, und es gab halt so Aluplatten, die hatten auch schon so eine Vorfärbung, entweder so einen Rahmen oder so einen, also einen quadratischen, rechteckigen Rahmen. Es war natürlich alles in Letter Size, weil die Amis halt das mitgebracht haben. Und oder eben so einen runden Hintergrund oder so, und da konnten wir dann unsere Porträts rein positionieren und dann eben übertragen. Und das ging dann so, dass man erstmal die Metallplatte säubern musste mit Ethanol, also Alkohol. Hatten sie noch irgendwie 80%igen Rum, also nicht Strohrum, sondern irgendeinen anderen, ich glaube sogar 81%igen Rum gekauft. Und damit dann die Metallplatten gereinigt. Dann haben wir die Positionierung fixiert, also die Metallplatte auf den Tisch fixiert mit Klebeband auf der Rückseite und dann die Folie darüber fixiert und dann wieder runtergenommen. Die Metallplatte mit dieser Chemikalie bestrichen ganz vorsichtig und dünn. Und dann sehr vorsichtig die Folie draufgerollt, sodass dann keine Luftblasen da sind. Denn da, wo eine Luftblase ist, da wird natürlich nicht die Farbe übertragen. Dann muss das 2 Minuten einwirken und die Chemikalie überträgt dann quasi die Farbpartikel von der Folie in das Blech. Wird das auch eingeätzt irgendwie. Und dann zieht man die Folie wieder ab, lässt es trocknen, spült die Reste von der Chemikalie ab. Und kann es dann einwachsen und ist dann fertig. Und dann hat man sein Bild auf so einem Blech in Letter Size. Das kommt man entweder in so ein schönes, so eine schöne Papphalterung reinschieben oder sogar auf einen Holzrahmen kleben, sodass man es schön an die Wand hängen kann. Ja, und da hat jeder so ein Holzrähmchen mit einem Bild und ein weiteres Bild im Halter bekommen. Und das war ein sehr, sehr interessanter Prozess, also sehr handwerklich interessant. Und das war eben, weil es so ein kreativer, handwerklicher Prozess war und auch noch was mit Fotografie zu tun hatte, denn letztendlich war das ja so ähnlich wie ein Foto zu entwickeln. Also es ging darum, irgendwie Dinge, die man mit einer Kamera eingefangen hat, also Licht, dann hinterher auf ein Medium zu bringen, in diesem Fall Metall und kein Fotopapier. Also im weitesten Sinne Fotografie, Kunst, und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, diesen Prozess auszuprobieren. Die Ergebnisse sind natürlich fantastisch, wunderschön, aber allein es zu tun war ganz toll. Da hatten wir auch noch wieder Unterstützung. Eine Jennifer aus Russells Team hat das Drucken übernommen, also das Bearbeiten der Bilder und das Drucken auf diese Folie. Dann hatten wir eine Conny. Conny hat uns dann bei dem Arbeiten mit dem Blech geholfen, den Tintype Transfer. Und so war es ein relativ rundes Team. Alle wussten, was zu tun ist. Und unser Lightroom-Team ist ja sehr gut durchgeführt worden. Es sind keine Katastrophen passiert. Alles hat wunderbar funktioniert. Wir haben großes Lob bekommen, wie gut wir das alles gemacht haben. Aber letztendlich war es halt so eine Teamerfahrung, erst dieses ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen, um uns zu verkleiden, für einige mehr, für andere weniger, und dann diese Fotos zu machen und dann am nächsten Tag diese Fotos in einem sehr künstlerischen Prozess handwerklich dann zu übertragen. Und dann hatten wir halt so eine Wand mit schicken Blechbildern sozusagen, wo wir drauf waren, und wir sehen halt alle fantastisch aus. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Durch diese Verkleidung und die tolle Fotografie von Russell und vielleicht hier und da ein bisschen Photoshop-Magie von Jennifer, sahen wir einfach alle sehr, sehr gut aus. Also ich fand auch, bei jedem war die Verkleidung total passend. Es war niemand dabei, der irgendwie
sich nur was Langweiliges angezogen hat, sondern es waren irgendwie, alle waren irgendwie richtig toll und haben die richtige Geste gemacht und hatten Spaß. Also nicht einfach nur Headshot und Lächeln, sondern viele haben mal Grimassen gezogen oder irgendwie besonders verträumt geguckt. Und das war einfach toll, wie jeder so seinen Weg gefunden hat. Und am Ende standen wir halt vor diesem Gesamtergebnis und haben dann auch noch andere aus der Adobe Hamburg Site mit eingeladen. Da kamen dann noch Kollegen aus meinem ehemaligen Team dazu. Haben auch nochmal ein Foto, also am Freitag im Büro haben wir auch nochmal ein paar Fotos nachgeholt von Leuten, die eben am Donnerstag nicht dabei sein konnten. Einer aus dem Team war auch am Donnerstag nicht dabei, der hat dann am Freitag schnell ein Foto bekommen. Einer konnte gar nicht kommen aus Berlin, da haben wir dann ein altes Foto einfach aus dem Büro genommen, wo er in die Kamera guckt und dann mit Firefly Generative AI ihm auch einen Pelz angezogen und ein Schwert in die Hand gedrückt und eine Tiara aufgesetzt. Jetzt sieht er aus wie König Artus und das ist fantastisch geworden. Das war einfach insgesamt eine großartige Aktion. Und dann gab es am Ende vom Freitag, also um 4, gab es dann einen Bierbash für alle, wo alle eingeladen waren, noch ein Bierchen mit uns zu trinken und anzustoßen auf 10 Jahre Lightroom. Und ich habe noch nie so ein glückliches Team gesehen, dass wir waren alle sehr beseelt davon, wie schön diese Woche war, diese 2 Tage der Kreativität und des Teambuildings. Und alle waren sehr, sehr glücklich und auch stolz auf das, was wir gemacht haben. Und das war nicht einfach nur verdient, dass wir einfach mal feiern und Spaß haben und Bier trinken und essen, sondern es war auch total wertvoll fürs Team, weil wir sehr viel, sehr schöne Zeit miteinander verbracht haben und uns nochmal besser kennengelernt haben. Und das prägt und das trägt und das ist einfach wichtig, wenn ein Arbeitgeber dann eben auch mal in so ein Team-Event investieren kann. Und wenn man dann so tolle Unterstützung bekommt durch Russell und Chris und Jennifer und Conny und Pierre und Joe und Sam und Nina und Sören und Harald und das Störtebeker Restaurant. Und es war einfach insgesamt eine sehr, sehr runde Sache. Und natürlich Maria Japp, unsere Vice-Präsidentin, die das alles gesponsert hat und unterstützt hat. Leider konnte sie nicht kommen. Es wäre natürlich toll gewesen, noch ein bisschen mehr Senior Leadership in Hamburg zu haben. Aber das war so alles eine sehr, sehr runde und wunderschöne Geschichte. Und als Bonus hatten wir dann auch noch natürlich ein Foto von Nina gemacht, der Store-Managerin von Mytholo in Hamburg. Sören wollte leider nicht, ärgerte sich jetzt so ein bisschen, weil ich habe dann am Samstag gleich mit meiner Familie das Ergebnis, also dieses Blechbild, 2 sogar davon, von Nina zu Mytholon gebracht und ihr das übergeben. Und sie war total begeistert, wie schön das geworden ist. Sie wollte erst gar nicht, hielt sich nicht für fotogen genug. Und jetzt sieht sie auf diesen Bildern aus wie eine Göttin. Und das ist einfach fantastisch geworden. Ich glaube, sie war sehr, sehr stolz darauf, dass sie das gemacht hat, dass sie sich das getraut hat. Und ich glaube, sie war auch sehr, sehr glücklich mit dem Ergebnis. Das eine hat sie dann gleich in ihre Arme geschlossen und gesagt, das nehme ich mit nach Hause. Und das andere hängt jetzt bei Mytholon im Shop. Also wenn ihr mal einkaufen geht bei Mytholon, dann guckt mal, da müsst ihr irgendwo bei der Kasse oder so ein Blechbild von Nina hängen mit einer kleinen Tiara auf der Stirn. Das ist keine Tiara, sondern eine Stirnkette. Also eine Kette, wo ein kleines Torhammer oder irgendwas hängt auf ihrer Stirn und hat irgendwie Fell auf den Schultern. Und hinter ihr haben wir das Mytholon-Schild hingehalten. Also Mytholon hat ja auch so ein Schild und es gibt es so als Schild dort, also ein für ein Schwertkampf, so ein Schild, ne, sozusagen. Das dann quasi hinter ihr, wird das hingehalten, haben wir hinterher gedacht, hätten wir eigentlich auch mit Photoshop dahin retuschieren können an die richtige Position. Jetzt wurde es dort halt hingehalten und wir mussten dann nur die Arme derjenigen, die das Schild gehalten haben, wegretuschieren. Es ist ein toll geworden und schaut es euch gerne an. Sagt ihr schöne Grüße, hier sind Einschlafen-Podcast-Hörer, die das Schild gucken wollten, und kauft gerne ein. Die haben das
absolut verdient, hier diese Werbung zu bekommen. Das mache ich total gerne für sie. Das ist nicht bezahlte Werbung, aber natürlich habe ich wahnsinnig davon profitiert, dass sie das alles für uns möglich gemacht haben. Und damit meine ich nicht mal die Prozente, die ich bekommen habe. Das war auch sehr lohnenswert für mich. Aber allein, dass ich das dort machen durfte mit dem Team, das ist in Geld gar nicht aufzuwiegen. Ja, also und wer noch ein Bild bekommen hat, ist Tobi vom Open Kitchen. Wir sind nämlich am Dienstagabend dann ins Open Kitchen zum Essen gegangen. Die hatten spontan einen Tisch für 10 Leute für uns. An einem Dienstagabend ging das. Freitag, Samstag, Sonntag geht das, glaube ich, nicht bei denen. Da sind sie dann abends dann mittlerweile ausgebucht. Das Restaurant läuft ja fantastisch und das zu Recht, weil es einfach ein wirklich sehr gutes Restaurant ist. Am Altonaer Fischmarkt in der großen Elbstraße ganz hinten. Da, wo auch Lust auf Italien ist. Open Kitchen habe ich schon öfter Werbung für gemacht, weil die einfach toll sind. Und ja, da sind wir spontan rein, haben einen Tisch bekommen. Und dann haben sie geguckt, was ist denn das für einer? Weil Pierre war ja noch in seiner Ausstattung und geschminkt und alles Mögliche, hatte seine Axt dabei. Und Tobi war total begeistert, weil er auch ganz großer Wikinger-Fan ist. Seine Lieblingsfernsehserie war Vikings und dann haben wir da lecker gegessen und danach dann gesagt, komm Tobi, wir machen noch eben ein Foto mit dir und dem Wikinger. Und dann haben wir ein Foto gemacht mit Tobi, dem Koch, und Pierre, dem Wikinger, in der Küche. Und Pierre hatte, ich glaube, ein Schwert oder die Axt, ich weiß gar nicht mehr. Und Tobi halt ein Kochmesser in der Hand. Und das Foto haben wir natürlich dann auch auf Metall transferiert und dann kurz vorbeigebracht am Freitagabend. Und da haben sie sich auch richtig doll gefreut. Also das ist, glaube ich, auch eine schöne Erinnerung an einen sehr wilden Abend. Ich glaube, die haben sich auch echt gewundert, wenn der Tobi Bayer zu Besuch kommt oder zu Gast kommt, dann passieren immer komische Dinge. Übrigens werde ich demnächst Musik machen im Open Kitchen. Ich bin da in so eine Gruppe reingekommen. Also die machen jetzt einmal im Monat, wollen sie einen kleinen musikalischen Abend machen, also Essen und Musik. Kann man sich einen Tisch reservieren, lecker essen und dann eben meiner Musik lauschen. Also bisher noch nicht meiner, sondern anderer Leute Musik. Ich habe es noch nicht hingeschafft, aber ich glaube, das ist ganz nett. So ein bisschen Begleitmusik, ab und zu Musik lauschen, ab und zu klönen und essen. Und ja, Christian und ich, also Tobian, werden dann auch irgendwann dort mal Musik machen. Termin ist noch nicht geplant, aber folgt mir auf Mastodon. Da werde ich definitiv Werbung dafür machen. Oder ich bin jetzt auch wieder auf Instagram übrigens. Ich hatte eigentlich mich aus Instagram rausgeplackt, weil mich das alles ein bisschen genervt hat. Ich habe den Account jetzt reaktiviert. Aber richtig aktiv werde ich da, glaube ich, auch nicht. Ging es mir darum, dass ja dieses Event musste dort eben auch verewigt werden. So viel zu unserem fantastischen Team-Event der letzten Woche. Tobi als Ritter und Jägersmann mit der Armbrust. Oh, die Armbrust habe ich übrigens auch gekauft. So eine Doppelarmbrust. Kann man so einmal schießen, umdrehen und nochmal schießen. Natürlich haben die Pfeile vorne so einen großen Gummi- oder Schaumstoff-Stopper, damit ich damit niemandem wehtun kann. Also selbst wenn ich damit jemanden treffen würde, kann ich damit niemanden ernsthaft verletzen mit dieser Armbrust. Aber es ist ein schönes Ding. Ja. Gut, dann würde ich sagen, schlage ich mal das Buch auf und gehe zu, da ist es, sämtliche Gedichte in einem Band von Rainer Maria Rilke, die vollständige Ausgabe. Im Kindle bin ich bei Position 1964 von 6883, 29% des Kapitels. Wie heißt das Kapitel? Ich habe vergessen, Requiem für Wolf Graf von Kalkreuth. Da steht's auch. Dieses war dein, du Künstler. Diese drei offenen Formen, sieh, hier ist der Ausguss der ersten. Raum um dein Gefühl, und da aus jener zweiten schlag ich dir das Anschauen, das nichts begehrt, des großen Künstlers Anschauen, und in der dritten, die du selbst zu früh zerbrochen hast, da kaum der erste Schuss bebender Speise aus des Herzens Weißglut
hineinfuhr. Er war ein Tod von guter Arbeit, vertieft gebildet, jener eigene Tod, der uns so nötig hat, weil wir ihn leben und dem wir nirgends näher sind als hier. Dies alles war dein Gut und deine Freundschaft, du hast es oft geahnt, dann aber hat das Hohle jener Formen dich geschreckt, du griffst hinein und schöpfest Leere und beklagtest dich. O alter Fluch der Dichter, die sich beklagen, wo sie sagen sollten, die immer urteilen über ihr Gefühl, statt es zu bilden, die noch immer meinen, was traurig ist in ihnen oder froh. Das wüssten sie und dürften's im Gedicht bedauern oder rühmen. Wie die Kranken gebrauchen sie die Sprache voller Wehleid, um zu beschreiben, wo es ihnen weh tut, statt hart sich in die Worte zu verwandeln, wie sich der Steinmetz einer Kathedrale verbissen umsetzt in des Steines Gleichmut. Bis dahin Notiz machen, damit ich das beim nächsten Mal wiederfinde. Und dann kommen wir zu Herrn Johann Wolfgang von Goethe, italienische Reise, da sind wir bei 16%, Position 1346 von 8276. Und zwar sind wir immer noch in Venedig, wir sind am 11. Oktober und Augen zu und zugehört. Weil die Einsamkeit in einer so großen Menschenmasse denn doch zuletzt nicht recht möglich sein will, so bin ich mit einem alten Franzosen zusammengekommen, der kein Italienisch kann, sich wie verraten und verkauft fühlt und mit allen Empfehlungsschreiben doch nicht recht weiß, woran er ist. Ein Mann von Stande, sehr guter Lebensart, der aber nicht aus sich heraus kann. Er mag stark in den 50ern sein und hat zu Hause einen 7-jährigen Knaben, von dem er bänglich Nachrichten erwartet. Ich habe ihm einige Gefälligkeiten erzeigt, er reist durch Italien bequem, aber geschwind, und ist doch, um es doch einmal gesehen zu haben, und mag sich gern im Vorbeigehen so viel wie möglich unterrichten. Ich gebe ihm Auskunft über manches. Als ich mit ihm von Venedig sprach, fragte er mich, wie lange ich hier sei, und als er hörte, nur 14 Tage und zum ersten Mal, versetzte er, il paraît que vous, das ist Französisch, il paraît que vous n'avez pas perdu votre temps. Keine Ahnung, ob das P stumm ist. Das ist das erste Testimonium meines Wohlverhaltens, das ich aufweisen kann. Es ist nun 8 Tage hier und geht morgen fort. Jetzt wissen wir immerhin, wie lange er noch in Venedig ist. Es war mir köstlich, einen recht eingefleischten Versailler in der Fremde zu sehen. Der reist nun auch und ich betrachte mit Erstaunen, wie man reisen kann, ohne etwas außer sich gewahr zu werden. Und er ist in seiner Art ein recht gebildeter, wackerer, ordentlicher Mann. Ja, das war kurz, aber muss jetzt auch reichen, denn mir geht ein bisschen die Kraft aus für diese Episode nach über einer Stunde. Ich freue mich, dass ihr alle bis hierher gehört habt. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr findet die Ruhe, die ihr braucht, um ausreichend schlafen zu können. Denn Schlafen ist wichtig für euch, für eure Gesundheit, für euren Kopf, für euren Körper, für eure Seele. Falls ihr eine habt. Ich weiß nicht, ob ich eine hab. Das ist eine philosophische Frage, aber Schlafen ist in jedem Fall wichtig. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.